Oh, herzlich willkommen hier. Er ist wieder da, ohne BH. Da ist er wieder, der Duncan Miller hier. Lang nicht mehr gesehen und doch wieder erkannt hier bei der NSL. Die letzten zwei Rennen konnte ich leider nicht streamen. Da hatte Duncan Miller irgendwie Probleme im Internet. So, und demzufolge sind wir hier natürlich jetzt hier auf Brand Hatch im dritten Lauf hier. Und somit machen wir hier gleich nochmal Vollgas mit Halleluja. Und somit sind wir hier in der Pro Class Nummer 1 hier am Start. Auf Brent Hatch und somit geht es auch in den nächsten guten 5 Minuten los hier mit der Quali. Und somit können wir uns hier nochmal schön gemütlich hier nochmal die Tabelle angucken hier. Demzufolge haben wir hier die Liquid Molly Racing Team hier auf Platz Nummer 1 hier mit 110 Punkten. Gefolgt von Robo Racing Team Nummer 1 auf Platz Nummer 2 mit 109 Punkten, also ein Punkt nur dahinter. Dann haben wir hier Nexus Racing Konzept hier auf der 3 mit 76 Punkten. Da schon wieder ein bisschen mehr Luft, aber dann kommt WS Racing eSports auf der 4 mit 65 Punkten. Auch nur ein Punkt Unterschied hier. Holla die Waldfee. Das wird natürlich nochmal eine richtig geile Saison hier und nochmal richtig schön eng hier. Dann auf der 5 hier Liquid Molly Racing Team Nummer 2 mit 70 Punkten auf der 5. FRT 1 auf der 6 mit 86 Punkten, auch nur 2 Punkte dahinter auf der 6. Und natürlich auf der 7 Team 49 Sim Racing hier mit 65 Punkten auf der 7. Und natürlich hier in der Pro Class Nummer 2. Und dann hier eventuell die nächsten Aufsteiger in der Pro Class 1, je nachdem was kommt. Team Triple X, die zweiten hier, sind da auf Platz Nummer 8 hier mit 64 Punkten. Also ein Punkt nur hinter Team 49. Sind wir mal gespannt. Schauen wir mal, ob es denn hier dann nächste Woche wieder rund geht. Und somit gehen wir doch gleich hier rüber in die Live-Szene. So, da sind wir in der Live-Szene. Die Fahrer sind natürlich hier noch fleißig am Trainieren. Tun sich noch ein bisschen warm fahren hier. So. Demzufolge gucken wir mal, wem wird denn hier. Achso, da muss ich natürlich schon. Hat er natürlich wieder geschludert. Hier lasse ich mal die Liste mal doch mal lieber klemme offen. Bevor er wieder hier was vergisst. Können wir natürlich gucken, ob der Don Camillo natürlich das mit den Teams jetzt hinbekommt. Ja. So. Ob mal schauen wir mal, ob denn alle hier gut fahren können. Demzufolge haben wir ja Adina und natürlich hier Flopper Racing. Oder ja, Flopper Racing hier vom Team FRT am Start. Dann haben wir hier Lukas Evo hier ein bisschen auf Abwägen.
haben wir den. Das ist natürlich hier Liquid Molly. Dann haben wir hier auf der 2 das Liquid Molly Team, Racing Team Nummer 2 hier mit Mark. Dann haben wir hier TFSI. Ach, das ist ja schon wieder so ein. Da ist er wieder im Basement. Ja, da ist er wieder. Dann haben wir hier TFSI. Ja, das ist wieder so eine Sache für sich hier. Wo Don Camillo wieder vergessen hat. Beziehungsweise wieder nicht hinkriegt. Was? Sieh mal, wie man das ausspricht. Dann sind wir natürlich hier von WS Racing Esports. Dann haben wir hier nochmal Liquid Molly Racing Team Nummer 2 hier mit Hinsi. Dann haben wir hier den Excellent ist natürlich mit am Start hier vom Rovo Racing und natürlich der DK ja. Moinsen, schönen guten Abend und herzlich willkommen, lang nicht mehr sehen und doch wurde erkannt. Ne? Und natürlich Raffnix. Auch nochmal schönen guten Abend hier. Wieder Motor, TFSI, ja. Kriegt mal hin, kriegt mal hin irgendwie. Aber das ist natürlich ja schon Standard bei mir. So, dann haben wir natürlich hier auf der 7 hier aktuell der MP6. Jetzt kommen sie alle mit Zahlen an. Jetzt fangen sie nur mit Zahlen an. Ja. FS6 ist hier vom Leute, ach, Team 49. Dann haben wir den Roxor von Liquid Molly Team Nummer 1. Und das war's aktuell. Das ist noch außerhalb der Lobby hier. Und der Pixie ja, huhu, und Ribbe auch mit am Start, servus. Der gibt natürlich hier Feuer. Ja, das WS Racing Team, ja. So. Demzufolge eine Minute noch, dann geht das Quali los hier. Ja, aktuelle schnellste Runde hier im, in der Trainingssession 1:17.593 hier. Von Dina. Haben wir den Diener, da steht noch eine Box. Mac. Liquid 2. Bin mal gespannt, da drin sind auch noch zwei in der Box drin. Oh, da hat der Don Camillo wieder geschludert, seht ihr gerade? Sieht er gerade. Und Wurf kommt oft. Muss er natürlich ein bisschen da, das löschen und eins hinzufügen. Wir sind ja in der Pro Lobby und nicht in der AM Lobby. So, aber vergessen. So, jetzt läuft das oben rechts in der Pro Lobby. Ja, so, demzufolge haben glaube ich ein paar Probleme hier mit dem. In rein join Roxart verlassen. kann ich schneller Gierung wechseln, schreibt er. Der Roxart hat aber die falsche Ufi gehabt. So, Babel, ja. Schönen guten Abend, ja. So. So, mal gespannt, ja. Gerade eben noch einen Stream gehabt. Bei den Clubs, jetzt sind wir hier natürlich bei der NSL. Mal gucken, ob die Stimme noch durchhält. So, das 4-Stunden-Stream ist natürlich auch ja, nicht mehr so in, ja, wie soll man sagen, in Übung. War ja lange Pause gewesen hier für Don Camillo. Aber die Fluppe brennt immer noch gut. Das ist immer praktisch. So, Roxor ist wieder beigetreten. Und somit sollten wir jetzt hier gleich starten. Pascal steht in der Box, der Lobbyhorst. Dann Dina TFSI. Und der Lukas. Wird natürlich auch hier schon angepriesen. Der Lukas vom Präsident. Erstmal eine rauchen. Da habe ich gerade geraucht. Erstmal ein Bierchen öffnen. Erstmal den Kegel aufmachen hier. Und Project Mayhem. Servus. So, demzufolge sollte jetzt hier Team 49 hier am Start gehen und als erstes hier ihre Quali-Runde drehen. Und dann sind sie draußen. So, demzufolge Roxor und MP6 machen hier den Start hier.
Sind der Rockstar hier Gastfahrer bzw. Gast im Team oder normalerweise bei der KWE aktiv? Und natürlich Einführungsrunde. Wie immer. Boxer vorne weg und dahinter sein Teamkollege MP. Sexia. Ja, Brent Hatch ist natürlich wieder lustig. Hier gibt es natürlich wieder schöne Stellen, die natürlich zum Abflug hier prädestinieren. Da ist schon mal hier eine kleine Stelle, die könnte man eventuell ab und zu abflugen. Aber hier, die nächste Kurve, die wird natürlich knifflig nachher. Da werden wir bestimmt den einen oder anderen hier an der Stelle bestimmt mal an der Leitplanke gesehen. Oder sich mal wegdrehen. Oder hier, wie jetzt hier MP6 hier bis aufs Grüne gekommen ist. Und somit hier Roxor. Licht los und fängt seine schnelle Runde an. Und MP6 geht dasselbe in Spee hier. FRT bereitet sich vor, geht natürlich auch jetzt hier in die Inlet bzw. wärmt sich auf. Die Einführungsrunde. So, mal gespannt hier. Die Zeiten stehen bleiben hier. Bei MP6 und bei Roxor. Natürlich sind wir mal gespannt, ob wir denn hier im Quali einen kleinen Abflug sehen oder nicht. Das ist natürlich die Frage. Das ist natürlich die Frage gleich hier. So. Doppel sehen wir sowieso noch nicht. Das sehen wir gleich hier. Im zweiten Team. Ob man da schon eine Purple sehen könnte. Sind wir gespannt hier, wo die Zeit hier stehen bleibt. Ja, bei den beiden ja. Bei MP6 und bei Roxor. Und da kommt er hier. Auf Startziel. Wo bleibt die Uhr stehen? 1:17. 17.668. Und 1:18.56. 586 hier für MP. Und somit Roxor aktuell hier an der Spitze. So. Blooper Racing und Adina gehen jetzt hier auf ihre Zeit eine Runde. Adina ein bisschen weit zurückgefallen, lässt da ein bisschen viel Luft. Und natürlich Liquid Molly Racing Team Nummer 2 macht sich natürlich jetzt auch bereit. Gucken wir mal im ersten Sektor. Keine Purple in Sichtweite. Adina, da ist er. Bei Adina ist schon mal die Purple zu sehen, wie bei ihm auf dem Spiegel und auf die Felgen. Schauen wir mal, ob es dann auch bis zum Ende reicht hier. Nächste Sektorzeit hier. Vom Flupper. Eine Purple. Was macht hier Adina? Purple! Da ist er. Muss er bloß aufpassen, da kann man weit raus. Hier wird es, denke ich mal, nicht ganz reichen wieder. Nee, reicht nicht, aber jetzt hier. Oh, Adina wieder weit raus, aber bleibt in der Purple-Zeit. Der nimmt hier wirklich das krass mit, ja. Bis zur letzten Ecke nimmt er hier die Strecke. So, wo bleibt die Uhr stehen, ja? Bei Flupper. 1:17.832 und hier eine 1:17.429 und somit Platz Nummer 1 hier für Dina. Dann haben sich schon ein paar Fahrer gefunden hier. So, demzufolge Mark, Mac und Hinsi. Und da freut sich natürlich hier der neue Pixel hier. So, Mac kommt jetzt hier auch auf den ersten Sektor. Keine Purple, Hinsi, dasselbe in Spee. Aktuell keine Purple zu sehen hier. Ja, Prüfe, die Zeiten sind wirklich stark, sehr stark. Ja, beiden keine Purple in Sichtweite.
Nee, wird, denke ich mal, nicht ganz reichen hier. Gehen wir mal kurz onboard mit rein hier. Gehen wir mal von denen hier. Da. Na, den wir mal haben, ja. Gehen wir mal kurz rein. Oh, da geht er schon weit raus. Geht er schon ein bisschen ins Grün hier. Sind wir mal gespannt hier, was der Mac macht. Wo bleibt die Uhr stehen hier? Und eine 18er. 18302 und eine 844 für Hinsi. Und dann kommt die Himbeere. Himbeere und natürlich TFSI. Ihn jetzt hier auf Startziel. Der Manni ist natürlich gespannt hier, wo der Melvin hier fährt. Wo er denn heute hinfährt hier. Aber ich glaube, der fährt heute nicht. So, gucken wir mal hier auf die 6er Zeit hier von Himbeere. Auch keine Pirbeln Sichtweite. Jetzt natürlich hier TFSI. Reicht nicht ganz hier. So, nochmal. Da fehlt die Pirbel. Da fehlt sie einfach. Bin mal gespannt, wo die beiden sich da gleich hier einreihen. Zwar an der Spitze, zwar nicht. Aber ich denke mal irgendwo in der Mitte. Wird eine 17er. 17871. Und eine 180354 für TFSI. Jetzt kommt Excellent. Und Vito. Na, 1 und 2 hier, nicht 1 und 3. Ja, neue Büchse, das ist definitiv so. So, Killer, wie du jetzt auch über Startziel. Jetzt schauen wir mal hier. Oder schon leicht auf die Matte. Komm, leichter Schlenker. Guck mal, sehen wir hier schon eine Purple weit raus. Da ist schon mal eine. Da ist sie. Killer Vito. Reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Ja, Mann, übel nicht. Übel nicht, aber fassungslos. Unfassbar. Komm in der Wurst, wenn man dran denkt, was die hier für Zeiten fahren. Exzellent konnte man gerade nicht sehen, ob das Purple war. Guck mal hier, bei Killer Vito, das reicht nicht. Aber Exzellent war auf Purple-Zeit hier. Aber ich glaube im zweiten Sektor, im dritten Sektor hat der Klub verkackt. Oder? Gucken wir mal, kommt hier nochmal die Purple? Nee. Da hat er einen Fehler gehabt. Der Wünsch B bei Killer Vito. Ja, Manni, wird's mal Zeit oder ist schon zu spät? So, 1.17.554 für Excellent und Killer Vito. Oh, 1.19.126. Da hatten wir noch mal einen größeren Fehler gehabt. Und somit hier die Spitze. Die Spitze hier fährt jetzt ihre Runde. Pascal und Lukas Evo ja von Liquid Molly Racing. Team Nummer 1. Bin mal gespannt, was die beiden machen. Ob die Zeit noch mal geknackt werden kann oder Purple. Purple. Beide Purple. Doppel, Doppel, beide. Ja, das sieht schon mal gut aus. Dritter Sektor, Endzeit.
Doppel und dann nicht mehr. Schade. Schade. Für Lukas hat es nicht ganz gereicht. Die nächste Purple. Er verliert auch ein bisschen Zeit. Hängt da nicht mehr ganz so hinten dran. Wo mal hier. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Keine Purple mehr für beide. Jetzt müssen sie nachlegen. Jetzt müssen sie nachlegen. Irgendwo müssen wir jetzt noch zaubern in der letzten Kurve hier. Muss er gut rauskommen. Wo bleibt sie stehen? 1, 17, 4, 4, 6 und 1, 17, 8, 4, 9 für Lukas. Nicht ganz erreicht, hat nicht ganz erreicht, schade. Sah am Anfang sehr gut aus, aber war am Ende nicht ganz reichend. Und demzufolge kommt nochmal ein Lob von MP6 an Dina für die Zeit. Die Bestzeit hier. Ja, eng wird's definitiv, aber war es denn hier schon mal jemals nicht eng? Nur mal so als Frage. Es ist doch immer eng bei der NSL, bei den Fahrern. So, demzufolge gehen natürlich jetzt alle in den Autopiloten raus. Und dann, wenn sie alle einmal im ersten Sektor vorbeigefahren sind, dann können wir noch mal in die Zeiten reingucken hier, wo wer ist und natürlich wie eng die Zeiten noch zusammen sind. Z4 Sheet hier. Ah, ja, ein paar am Sheeten. Aber ich glaube, beim Gran Turismo kannst du so gar nicht Sheeten hier mit den Setups hier. So, gucken wir mal. Mac steht noch. Komm, raus, wollen gucken. So, er steht noch. Also können wir trotzdem schon mal eine Illusion hier. Ne? Echtzeit-Tabelle, gucken wir mal rein, ja. Eieiei. Zwischen Adina und Pascal hier. Ihr seht selber oben rechts. 1.17.429 zu 1.17.446. Also das ist ja, wie sagt man dazu? Das ist doch noch weniger als ein 14er, oder? Garnickelhaar oder was weiß ich ja. So, dann haben wir natürlich hier Adina auf der 1, Pascal auf der 2, dann natürlich hier Excellent mit 1.17.554 auf der 3, Roxo auf der 4, 1.17.668. Dann haben wir Flopper Racing hier auf der 5, 1.17.832. Dann nochmal 1.17 von Evo auf der 6, 1.17.849. Dann nochmal eine 17er. Von Himbeere 1.17.874. So, dann kommen wir auf die 18er Zeiten, ja. Die ersten 7. Nicht mal eine halbe Sekunde. Ja, doch, eine halbe Sekunde. Nicht mal. Dann TFSI 1.18.0335. Dann auf der 9 Mac 1.18.302. Dann haben wir MP auf der 10. Und natürlich in sie auf der 11 und Killer wieder auf der 12, ja. Und da kommt Big Mama ist schon wieder am Meckern. Ja. Da 20:35, also noch gute 4 Minuten, ja. Du sollst schlafen, dann schreie ich wieder rum. Bist du doch. Du fährst nah. So. Demzufolge hier sind natürlich hier wie in den Klatsche. Also Big Mama ist meine Frauchen, ne? Die meckert immer rum. Die sitzt 2 Etagen höher und wenn die mich hört, bin ich zu laut. Dann schreie ich wieder zu viel rum. Hab sie natürlich schon immer geweckt. So. Adina. Die Purple am Reifen und am Spiegel haben wirklich viel geholfen, ja? Sind wir schon da? Nee, noch nicht.
Noch sind wir nicht da. Noch nicht ganz, aber fast. Fast. Ganz schön im Autopilot hier auch vor sein Teamkollegen hier. Vom Lukas. Exzellent 3, Roxor 4, Flupper auf 5, Lukas 6. Alle sind so schön fleißig im Autopilot hier. Gehen Sie im Killer-Video. Wie lang noch? Also bis, ja, 2 Minuten noch. Dann sind wir da. Dann sind wir da beim Start. Big Mama, du wirst nicht immer angesprochen. Du wirst nicht immer angesprochen. Definitiv nie. Nie immer. Ab und zu mal, meistens, aber nie immer. Nee, meinen sie nicht. Meinen sie nicht. Und wer wissen will, was los ist, neben so Donker Mühle wird in den nächsten paar Wochen auch Vater. Der Pribbe ist natürlich schon Vater geworden. Da auch nochmal Glückwunsch, ne? Und ja, Donker Mühle wird natürlich auch in den nächsten 2-3 Wochen auch wieder Vater. Und somit hat Donker Mühle schon den nächsten Nachwuchs-Streamer gezüchtet, auf solche Sachen. Da kommen in den nächsten paar Jahren die nächsten Streamer, ja. Auf den Tisch, ja. Ich küsse nicht, dein Sohn wird 21. Ich bin 33 jetzt vor kurzem geworden. Und neuer Pixel, Dankeschön, ja. Und Rübe auch, danke. Ja, StreamerInnen. Wir haben freie Auswahl. Wir haben Auswahl zwischen Jung und Medien. Haben wir ja. Und somit geht der Start los hier. Auf den Power Boost Knopf gedrückt hier. Der Pascal, und los geht die wilde Fahrt hier. 2, 1 und 0 und los geht's hier. Muss ich irgendwann mal meinen Keller räumen hier, ne? Dann sitzen die Kinder hier und sagen so, ja, herzlich willkommen hier aufheben. Dann geht's los, volle Lotte Achterbahn. Und somit. Geht's los hier. 3, 2, 1. Und los geht's. Oh, und das war's. Das war's. Restart. Oh, kann man auch machen. Ja, Mucki wird eher meinen Job übernehmen. Definitiv. Definitiv. Das ist dann derjenige, der im Keller sitzt und rumschreit. Dann bist dujenige, die ihn anschreit und sitzt auf dem Sofa. Mein Junge. Wieder Vater, ne? So. Demzufolge wurde hier was falsch eingestellt, sehe ich gerade. Ich glaube, Fehlstartüberprüfung war nicht drinne gewesen. Und demzufolge wird nochmal neu gemacht, ja. Oder Tobi, vielen Dank hier für dein Follow, ja. Servus. Aber im Berand meckern und dann sowas. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dem passiert das jedes Mal. Muss abgehen. Ja, ich sag mal so, jeder macht mal Fehler. Und ich sag mal so, das ist ja kein Weltuntergang. Das ist kein Weltuntergang. Definitiv nicht. Und somit sind wir alle ein bisschen länger an Bord. Milo, ab ins Weg, morgen in Schule.
Ja, das ist alle nochmal Restart gemacht, deswegen sind sie nicht losgefahren. Mein Schätzele. Aber du bist so mehr der Profi Mario Kart als hier in Gran Turismo. Rende. Und somit geht's wieder los hier. Wieder auf den Powerbus geknopft, gedrückt und demzufolge machen wir es nochmal. Lassen wir es nochmal laufen hier. In der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Let's get ready to rumble! Und ab geht's. Sind wir mal gespannt hier. So, mit Adina auf der 1, Pascal 2, Excellent 3, Roxor 3, 4, Flupper 5, Lukas 6, Himbeere 7, TFSI 8 und Mac auf der 9, ja. Oh, guck mal, jetzt haben wir sogar andere Perspektive hier. Super. Ja, bei Mario Kart machst du dich nackig, definitiv. Problem ist, meistens sitze ich nackig da. So. Alle, kommen sie gut weg. Ja, alle sind sie weggekommen. Und somit Dina auf der 1 hier, dann Excellent auf der 2, gefolgt von Pascal. Oh, da hat schon jemand zerledert. Den Roxor hat zerledert. Der Schaden? Nein, ohne Schaden. Da gucken wir, gehen wir gleich rein. Gucken wir uns das gleich mal an, ja. Der ist ja so dermaßen, ja, den Schumi gemacht hier. Geradeaus durchgefahren, ja. So, weiter Dina auf der 1, Excellent auf der 2, dann natürlich hier Pascal auf der 3, Flubber. Flubber mit der Fluppe auf der 4, TFSI auf 5, Himbeere 6, dann MP6 auf der 7, Lukas auf der 8, Mac auf der 9, Hinsi auf der 10, Killer Vito auf der 11 und Roxor hier auf der 12 hier. Ja, Schatz, das hättest du sein können. Ohne Bremse geradeaus durchfahren, das kennen wir natürlich schon, ne? So, gehen wir mal noch rein, gucken wir uns das mal kurz an. Was war passiert? Gucken wir uns doch mal an hier. Ist ja geradeaus durchgeschossen hier. Gab es da einen Ditcher? Oder gab es einmal den Bremsfehler? Da kam er aufs Grün und dreht sich so mit weg. Ah, ist das schade. So, Dina weiter auf der 1, Excellent, knapp dahinter hier. Mit 0,2 dahinter. Da kommt natürlich Pascal, der will mitmischen, der will da mitmachen. Und sitzt natürlich jetzt hier in Excel im Nacken. Flupper, dasselbe in Spee hier, mit einer Sekunde dahinter. Hinten natürlich, hier geht es nochmal heiß her. Himbeere gegen seinen Teamkollege. Die FSI, Lukas auf 7, MP6 8, Mac 9, Hinsi 10. Kilo Vito, wo wolltest du hin? Du hast dich, glaube ich, auch weggedreht. Boxer natürlich schon wieder vorbei, ja. Und versucht natürlich nach vorne zu kommen, ja. Aber Roxor kann sich ja wieder ransetzen. Ist natürlich schon ja wieder im Angriffsposition. Auf Platz Nummer 10 hier. Hat den Hinsi vor sich. Oh, Dina geht da auch steil. Was ist denn hier los? Gehen wir da nochmal kurz rein. Da muss man ein bisschen luschen, Alter, ja. Excellent geht quer. Geht da auch weit. Und natürlich, jetzt kommt Dina hier. Geht auch weit. Ah, dreht er sich weg. Kommt auch wieder aufs Grün. So ganz leicht. Und somit Excellent auf der 1 hier. Pascal 2. Dina somit 3 zurückgefallen, ja. Flupper auf 4. Die FSI auf 5 hier. Jetzt wird es kriminell hier. Mal gucken, wer wird gebannt? 9 von 10 finden Mobbing lustig. Ich bin der 11. So. Immer noch ziemlich eng hier. Also die ersten 6. Unter 3 Sekunden. Der Evo auf der 7 ist mit 3 dahinter, genau. Excellent. Versucht natürlich den Pascal hier irgendwie abzuschütteln. Jetzt muss man mal ein bisschen schneller gucken, dass man hier gehen verpassen, dass er hier abfliegt hier. Mac auf 9. Roxa 10. Hat natürlich den Hinsi überholt.
Und Killer Vito ja da hinten auf 12 aktuell unterwegs. Oh, da hat sie den nächsten zerrissen. Das war Roxor wieder. Gucken wir uns das nochmal an hier. Wo war er? Wo wollte er hin? Ah, wieder dieselbe Stelle. Ja, ich sage, die Stelle wird tricky. Er kommt weit raus und dreht sie somit weg hier. Und mit Excel weiter nach vorne. Penalty am Start hier. Die Penalty, die Zeitstrafe, Alter. Bevor ich wohl Klatsche kriege, wenn du leicht hängig. Oh, Pascal bleibt dicht dahinter. Der will's wissen. Der will's wissen. Der baut den Druck auf, ja. Dina und Flupa auf 3 und 2. Natürlich Dina den Fehler gehabt. Muss jetzt auch versuchen aufzuholen hier. GFSI gegen Lukas. Und Himbeere will mitmachen. Dann haben wir ein bisschen Luft. LP6 hat ein bisschen mehr Platz. 1,4. Sitzt er dahinter. In der vierten Runde. Gehen wir jetzt in die fünfte. Ja, die ersten werden auch so langsam dann in die nächsten zwei Runden in die Box gehen. Ja, hier muss man ein bisschen schneller wischen, ja. Mit den Knöpfe, dass wir ja nichts verpassen hier. Aktuell noch alles dicht zusammen hier. So, Platz Nummer 8. Ist MP6, danach ist Luft, ja. Mac auf der 9, Hinzi auf der 10, Killer Vito auf der 11. Und Roxor natürlich nach dem Abflug, und da sieht er noch den Schaden geholt hat, auf der 12 hier aktuell. Aber bald ist Boxenstopp-Phase und somit geht es hier dann gleich ein bisschen andersrum. Da ist natürlich die Frage, wer tankt wie viel hier. Der MP hatte gerade einen kleinen Fehler gehabt. An der minimal quer. Und alle drehen sie nochmal. Alle machen sie den Sprit richtig leer hier. Skal. Auf der 2 hier. Versucht weiterhin da dran zu bleiben hier. Am Exzellent, hinten hat er Luft, 1,2 Sekunden, ja. Gut, da hinten auf 5. Der Lukas gegen TFSI. Kommt noch nicht nah genug ran, aber sitzt im Nacken. Dahin wäre dasselbe in Spee. Lupper kriegt jetzt natürlich jetzt auch langsam Besuch hier. So. Wie sieht's aus hier? Da müssen wir erstmal abwarten hier. Gehen wir mal auf das. Wer ist in der Box? Boxer, Wadebox. Nehmen wir mal das Viererduell mit hier. Himbeere, Lukas. Da hat's den MP zerrissen. Da hat's ihn zerrissen. Dann da etwas quer. Und der Klassiker dreht er sich da an derselben Stelle wieder wie die anderen vorhin auch. Aber kann gleich weiterfahren. So, Adina. Fährt weit raus. Ein bisschen ins Grün. Aber geht noch. Flupa. Bleibt auch noch draußen. Da kommt TFSI und Himbeere. Die fahren auch natürlich noch einen Meter weiter. Exzellent war Box Mac. War. Keine Box. Oder? Das war jetzt. Nö. Also in der zweiten Runde eine Box? Nee. Doch. Da war eine Box gewesen. Schaden beseitigt.
Pascal auf der 7 zurückgefallen, gefallener Boxstop, Hinzi auf der 8. Lukas, gelbe Flagge. Da hat sie wieder ein zerrissen. Das sah aus wie Excellent. Oder? Wen hat es jetzt zermedert? Excellent, gucken wir mal rein, ob er das war. Ja, Excellent war's. Der hat sie zerrissen. Ah, und dann gleich hier wieder. Aufs Grün. Ja, da dreht er sie weg. Aber kommt hier wieder gut auf die Strecke. Einmal 360. Ist 360 und dann geht es hier weiter. Aber verliert natürlich viel Zeit. Aber aktuell wieder auf Platz 1 vorgefahren, weil die anderen natürlich in die Box waren. Dr. Piepen! Vielen Dank hier für dein Follow, ja, Dankeschön. So, der Mekia. War ja natürlich in der Box gewesen in der zweiten Runde. Oder? 1 Sekunden? Passt irgendwie nicht. Das ist ja der Termin von Ecki Henao. Da muss er natürlich sich in Szene setzen hier. Sagt ja, ich drehe mal eine Runde. Ich drehe mal eine Runde. Ich guck, mach mal eine Rundumsicherung hier. Und guckt, ob jemand in der Nähe ist. Aber war keiner. Aber demzufolge ist jetzt Mac da. Pascal. Auf 3 hier aktuell zu sehen, ja. Welche Kamera fährt man am besten? Das ist eigentlich unterschiedlich. Es kommt immer drauf an, ja. Beispielsweise gibt es natürlich da die fahren welche, die meisten. Oder halt die Dachkamera fahren natürlich auch viele. Und die ganz harten im Garten fahren natürlich die, die hier, die Onboard-Perspektive. Ich persönlich fahre die hier. Aber viele habe ich gesehen, die fahren natürlich auch die Dachkamera. Aber ich sehe selten welche, die hier mit dem Arsch fahren. Die so fahren hier. Sehe ich selten. Gibt es auch welche? Für den Anfang ist es gut. Aber ich denke mal, wenn es dann um die Schnelligkeit, ums Präzise ist, die dann doch nicht ganz so ralle, meiner Meinung nach. Kommt nur darauf an, womit man am besten klarkommt, ja? Pascal hier auf 3. Lukas auf 4, Hinzi auf 5 gegen Adina. Adina ist wieder da. Und will mitmischen, er will wieder nach vorne. So hinten, Platz Nummer. Ne, wen haben wir da? MP war in der Box, genau. Dann haben wir Lucian, ja. Hier vorne. Die beiden ja, ja genau, Adina und Hinzi. Da hinten ist natürlich der Killer Vito auch langsam wieder da, ein bisschen im Schlepptau. Nicht zu danken. So, jetzt ja, Windschatten. Setz dich daneben. Ah, reicht nicht ganz, ja. Muss ein bisschen vom Gas gehen, ja. Los, jetzt nicht so weit hier aufs Grün. Sonst dreht euch wieder. Sonst dreht ihr euch. Das sieht gut aus. Aufpasse. Jetzt hier wieder die berüchtigte Stelle. Da kürzt ein bisschen ab. Das sieht gut aus. Ah. Reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz hier. Aber demzufolge ist natürlich Kilometer jetzt wieder dran. Kilometer ist da und natürlich TFSI. Also haben wir hier ein gutes Vierergeschwader. Und da kommen natürlich Flopper und Himbeere sind auch schon wieder relativ dicht dran. Ohne hier Mac gegen Pascal hier.
Die Traube dahin, die wird immer enger. Ab Platz Nummer 5 hier. Und da dreht sich einer weg. Da haut sich einer die Karre P. Das ist Himbeere. Himbeere dreht sich weg. An einer ganz unglücklichen Stelle hier. Da dreht er sich hier weg, ja. Wo wollt er hin? Oh ja, da hat er sich verbremst. Wir sehen ja nicht auf dem kurzen Kurs, wir sehen auf dem größeren Kurs. Ja, also weg. Und jetzt hier, Pascal, Lukas Evo auch wieder da. Dreiergeschwader, Pascal, Lukas und Mac. Mac hat da ein bisschen Zeit verloren, ja. Exzellent, kann sich da vorne gut absetzen. Der setzt sich gut ab. Hat natürlich auch weniger Sprit an Bord. Oh, hier ist Dreiergeschwader. Dann da hinten kommt natürlich die andere Traube. Adina. Killer Vito. Die FSI Blopper. Ja, und Himbeere hat sich da ein bisschen zerledert. Da kommt MP6 jetzt natürlich auch hin, sie in der Box. Offiziell, ja, Motorschaden. Sehen wir noch was? Ne, sehen wir nicht mehr, ne? Ne, sehen wir nicht mehr. Da hat sich zerledert, den sehen wir nicht mehr. Schade. Hin, sie hat sie weggedreht. Die Lovito jetzt hier. Muss aufpassen, da ist TFSI dann, schon direkt dahinter. Muss ein bisschen mehr auf die Karte gucken, nicht, dass noch einer abfliegt hier. Villa Pascal. Aber aktuell Zweiter. Ja, jetzt zieht sich das da ein bisschen. Mac lässt da auch ein bisschen Luft. Adina kommt aber jetzt in näher. Und Killer Vito jetzt hier. Wird auch nochmal in Beschlag genommen. Schon 3 Minuten her. Ja. Alles sehe ich nicht. Nicht alles. Aber dafür seid ihr ja da. Ja, man muss halt immer ein bisschen auch bis auf gar nicht gucken. Das hintere Fahrerfeld, das zieht sich auseinander, nur das Mittelfeld ist noch relativ dicht zusammen, ja. 2, 3 und 4 und 5 jetzt hier, ungefähr einen Sekundenabstand hier. Ja. Ja. Ja, eine Sekunde. Ja, man kann ja nicht alle sehen. So viele Augen haben wir auch nicht. Jetzt hier, jetzt. Reicht noch nicht hier für TFSI. Reicht noch nicht. Reicht noch nicht hier, um vorbeizuzerren. Also 2 bis 5 dicht zusammen und natürlich 7 und 6 hier. Flopper kommt auch näher. Flopper will mitmachen. Flopper ist auch da. Also 6, 7 und 8 jetzt hier auch nochmal schön im Duell. Die wollen nochmal. So, ne? Ist ja auch ne. Eine geile Strecke, schön kurz, schön schnell und schön am Fliegen, wenn man abfliegt. Konnten wir natürlich hier schon mehrmals sehen heute. 114. So, vorne das Fahrerfeld bleibt konstant hintereinander, da ist aktuell nichts in Sichtweite. Aber TFSI will jetzt hier will mitmischen. Hier aufpassen. Ah, leichter Quersteher. Und Flopper lässt da noch ein bisschen Luft. Dina gegen Mac. Mac verliert Zeit. Und Pascal haut da vorne ab. Lukas haut auch mit ab, aber kommt an Pascal nicht ran. Lässt auch ein bisschen Luft, aber jetzt hier Mac gegen Killer Vito.
Können wir mal Onboard mit rein, gucken wir uns das mal so an, ja. Sieht hinten aus. Da kann ich nicht rausgucken, da ist noch ein bisschen Luft. Aber reicht noch nicht ganz, ja. Max soll mal drauf drücken, der Windschattenschnorrer. Ja, Mac hat auch aktuell kein Windschatten mehr, aber Lämpchen leuchtet schon. Die nächsten gehen gleich wieder an die Box. Da hat. War es ein bisschen dreckig. Aber sah gut aus. Na, Vito, geht in die Box. Somit das Duell erstmal flöten gegangen. Jetzt erstmal nur Dina und Mac, ja. Da die beiden sich ein bisschen bekriegen können, kann natürlich Lukas abhauen. Und Pascal sowieso, exzellent, da brauchen wir nicht drüber sprechen, der ist ganz weit weg. Aber wird, denke ich mal, auch langsam dann demnächst bald in die Box gehen müssen. Weil er natürlich ein bisschen weniger Sprit on board hat. Aber er kommt noch nicht. Das reicht noch nicht so richtig hier. Für Dina. Aber dann Rest. Ja, wir müssen auf die nächsten Boxen abwarten. Dann kommt das Feld wieder ein bisschen zusammen. Mac geht in die Box. Mac geht in die Box. Also okay, Sprit mehr drin. Definitiv nicht mehr. Somit. Oh ne, keine Wiederholung, Junge. Junge. So. Das Herr wollte haben. Und Ansicht. So, Pascal, hier mal durch, ja. Exzellent auf der 1. Pascal 2, Lukas auf. Oh, da war was. Da war was. Der Dina. Der Dina hat so Risa. Mit Motorschaden. Wo ging's hin, ja? Oh, ja, da war schon sehr stramm. Ja, da dreht er sich weg. Da, oh, knallt da dagegen. Man muss aufpassen. Genau, sein Teamkollege kommt auch noch. Schade. Somit Dina muss jetzt in die Box. Schade. Somit Excel nochmal von vorne. Excel 1, Pascal 2, Lukas 3, PFSI. Auf der 4, das stand auch gerade leicht ein bisschen quer. Dann haben wir hier Flopper auf der 5, Himbeere auf 6 wieder vorgekommen. Adina auf der 7 bekommt jetzt natürlich Besuch hier von MP6. Der jetzt vorbeizerrt. Mac geht vorbei auf 9, beziehungsweise geht jetzt hoch. Kilo Vito auf 10, Roxor auf 11. Der jetzt direkt hier hinter Killer Vito ist ja. Boxer versucht er noch. Wohin sie? Auf 12. Hat er da auch einen Fehler gehabt. Dina geht jetzt raus aus der Box. Und landet auf Platz Nummer 11. Boxer will natürlich nach vorne kommen, muss aber aufpassen. Nicht, dass er sich da wieder wegdreht. Hat das schon zweimal gemacht. Beim ersten Mal konnte er sich richtig gut ransaugen. Kam wieder weit nach vorne, aber dann war dann doch nochmal ein Fehler drin. Ne?
Ansonsten ist jetzt hier erstmal Ruhe im Karton, ja. Gerade kein Duell, aber jetzt hier, Roxxon zieht vorbei und holt sich hier den Killer Vito. Definitiv. Bis neben. Definitiv. Gut von innen. Reingebremst und vorbeigezerrt. Ansonsten ist hier aktuell kurz Ruhe. Wie sieht's Box? Ja, exzellent, muss rein. Und Pascal mit 8,8 Sekunden dahinter. Genau, geht rein jetzt. Da kommt Pascal, ja. Lukas, dasselbe in Spee. Muss aber auch gleich rein. Pascal hat mehr Sprit drin. Also geht Lukas auf eine andere Strategie als sein Teamkollege. Und mit exzellenten Nachboxenstopp hier auf Platz Nummer 3 und dahinter TFSI. Der will da mitmischen. Oder? Hab keine Nachricht gekriegt, Brübbel. Ach, du willst küssen nehmen. Ach so. Ich hab nur gelesen, aufs Handy gucken. So, Flopper 5, Fimbeere 6. MP gegen Mac 7-8. Und Roxxon kann sich gegen Killer Vito absetzen. Und das spielt sie natürlich. Grüß sie. Hab ich überlesen. So. In der Box. Der Lukas. Wie schon gesagt, er muss in die Box. Somit TFSI vorbei, Flopper vorbei, Himbeere vorbei. Chef das hier nochmal. Der MP, nein, reicht nicht hier für MP. Lukas bleibt vorne. Oh, exzellent auf Abwägen. Wieder ein bisschen rausmähen. Oh, der frische Beet und alles wurde dreckig. Muss aufpassen. Ja, Pascal muss auch so langsam. Ja, wieder auf den Dreck gefahren. Und somit kann TFSI rankommen. Da kann er jetzt nah genug rankommen, ja. Noch ein kleiner Fehler von Excellent und TFSI greift an, ja. Ja, neue Pixel definitiv. Auf Messerschneide. Er muss ja wieder versuchen, nach vorne zu kommen, ja. Aber Pascal muss auch in naher Zukunft wieder in die Box. Aber TFSI geht dasselbe in Spee. Exzellent hat ein bisschen mehr an Bord. Ah ja, Fehler von TFSI. Verliert er wieder Zeit. Und dann haben wir hier hinten ja. Flopper gegen Himbeere. Himbeere kommt jetzt. Er will. Er will Schokolade verteilen da vorne. Dann haben wir hier MP gegen Mac. 7 und 8. Dann haben wir hier Roxxon. Kann sich absetzen hier auf Killer Vito. Gehen wir da durch erstmal.
Dina nach seinem Motorschaden auf 11 weiterhin. Muss erstmal was aufholen, ja. Sehen Sie dasselbe in Spee. Oh, hier wird's eng. Mac will's jetzt wissen. Mac will jetzt rankommen, ja. Geht noch was. Viel noch ein bisschen was. Die gut rauskommen. Aber MP ein bisschen schneller. So, vorne. Okay, die beiden. Himbeere. Ja, Windschatten. Reicht nicht. Reicht nicht. Die beiden da vorne sind auch noch relativ fast noch. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus hier. Aber da fehlt noch das kleine Tüpfelchen, der kleine Stoß. Der kleine Schub hier vom Mac, dass er da irgendwie besser rauskommt, um eventuell an MP6 ranzukommen hier. Um den Angriff zu tätigen. Jetzt ist er nah dran, aber ich denke mal, hier wird er wieder ein bisschen Zeit verlieren. Ja, 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 da ist er auch ein bisschen kleinen Ding schneller beim Rausbeschleunigen. Und nun klein. Muss er wirklich so ein bisschen auf Federn hoffen. So, vorne. Loppa gegen Himbeere, das wird auch knapp. Das wird auch gleich hier einen Angriff geben. Wenn Himbeere Gas gibt. Konnte gut aufholen, da ein kleiner Fehler vom Flopper. Himbeere ist dran. Dasselbe hier auch bei Mac und MP. Nur ein bisschen switchen hier. Guck mal, das passt noch. Ja, da kommt Himbeere noch nicht nah genug ran. Ist direkt dahinter. So, jetzt hier die beiden auf Startziel. Wird auch nicht ganz reichen. Der Windschatten reicht nicht ganz. Ah, Himbeere ist dran. Und hier. Geht noch, müssen wir ein bisschen hin und her switchen. Dann bloß kein Überholmanöver verlieren, ja. Dem wäre weiterhin noch dahinter. 0,2. Und Mac 0,3. Muss es ja gleich hier einen Angriff geben, ja. Oder einer macht einen Fehler, das kann auch möglich sein. Lässt sich fast keine Box. War fast angekündigt. Himbeere in die Box. Gehen wir auch erstmal durch. Somit hier können wir kurz auf Mac bleiben. Und auf MP. Ah, Mac kann nicht vorbeiziehen. Mac kann nicht vorbeiziehen. Der hat Penalty. Der hat Zeitstrafe. Muss ich erstmal abbauen. Oder sie in der Strafe, ich glaube, du bist Welk. Ja, das Problem ist, die kann er nirgends abbauen. Nicht so richtig. Sieht hinten aus. Vito, Himbeere jetzt hinter Vito rausgekommen.
Platz 10 ist er geworden. So, so, da. Ja, Mac verliert jetzt ein bisschen Zeit. Er muss versuchen, die Zeitstrafe abzubauen. Ja, Brübbe. Ja, da aber nicht. Ja, doch nicht. Das ist das Problem. DF ist jede Box. Flopper Box. Genau, Flopper auch drin. MP wird jetzt aber reingehen. Mac hat noch Luft. Genau, MP geht rein. Muss das Thema auch erstmal durch. Boxer geht auch rein. Und da kommt Vito und Himbeere. Wo kommt denn Flopper her? Eieieiei. Ah, Quatsch. Falsche Taste, Junge. Eieieiei. Das war jetzt. Ein bisschen Schlängelinien fahren, ja. Oh, das ist so eine enge Kiste, ja. Das ist so. Ja, das Entgusten ist hier bescheiden auf der Strecke. Oh, Junge. So, mit Flopper auf 7 und Kilovito auf 8 und verliert natürlich jetzt den Anhang, ja. An Himbeere weit, weit. Ja, da knappe Sekunde und da ist, ja, 2 Sekunden. 1,5 Sekunden ist jetzt dahinter, hat er verloren. 1,5 Sekunden. Exzellent. Fährt exzellent. Auf der 1. Pascal auf 2. Sein Teamkollege Lukas auf 3. Bleibt auch relativ da entspannt dahinter. Sehr entspannt. Aber ich sag mal so, Flopper kann da theoretisch auch gar nichts machen. Wisst ihr nicht, ab wenn jeder Autopilot aus, da bist du schon in der Kurve drinnen, ne? Ah, schwierig. Schwierig. Mac somit auf 4. Er kann innen bleiben. Wir können ja mal luschern. Haben wir gerade mal kurz Zeit hier. Gucken wir mal. Fährt raus. Fährt raus, fährt wieder rein. Da kommt er. Ah, ja, schwierig, ne? Schwierige Geschichte. Kann man immer so ein bisschen schwierig abschätzen. Man kann ja noch einmal reingehen nochmal. Und der anderen Perspektive mal gucken. Ja, ja, komm, fahr raus. Tschüss. Tschüss. Ah, okay. Ja. Ah. Ah. Da machen wir uns mal lieber kein Urteil. Genau, Himbeere sieht ihn nicht. Ich sage, es ist schwierig. Der kommt zu schnell raus, dann bist du schon dran da. Wie gesagt, der meint, da kann er nichts für. Das ist, er kann beide nichts für. So schnell kannst du nicht gucken, wie er draußen ist. Das Einzige, was du siehst, aber achtest du nicht drauf, dass die Reifen gewechselt werden. Ne? Aber Hut ab. Hut ab! Beide Fahrer, oder alle drei Fahrer waren ja alle drei involviert, eigentlich so ein bisschen. Nichts passiert. Kein großer Unfall, nichts passiert. Bisschen, also die haben die Karre noch halten können. Haben so ein bisschen Zeit verloren, aber. Aber wie gesagt. Enges Ding gewesen, aber. Es hat geklappt und es ist nichts passiert. Das Problem ist aber auch, wenn du als Fahrer bist, der nicht der auf der Start-Ziellinie ist, du musst die Kurve ja so eng nehmen.
Das ist ja das Problem. Du musst die so eng nehmen wie möglich, damit du nicht auf der anderen Seite geradeaus fährst. Genau, von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne. Das ist so eine Sache. Ja. Das hat man früher bei mir auch gesagt. Geh mal von hinten nach vorne vor. Ja, jetzt habe ich einen Salat. So, Hinsie. Auf 12. Gefolgt, beziehungsweise vorneweg ist ja Roxo auf der 11. MP auf 10. Adina auf 9. Das ist wohl umgekehrt. Ich gehe immer von oben nach unten durch. Jetzt muss ich von unten nach oben, da verwechsel ich das natürlich immer. So, dann Vito. Auf 8. Verliert Zeit hier auf Blubber, der auf der 7 ist. Himbeere auf Nummer 6. Und dann haben wir ein bisschen Luft. Dann kommt TFSI auf 5 gegen Mac, der auf der 4 ist. Mac mit Zeitstrafe da oben drauf auf dem Deibel. Ein Sekündchen hat er noch. Hat aber lange gebraucht. Ne? Also die fährt er ganz schön eine Weile noch mit rum. Und Mac auf 4. Lukas auf der 3. Kommt nicht ganz mit seinen Teamkollegen. Mit Pascal ist auf der 2. Und Excellent geht jetzt auch gleich in die Box. Aktuell noch. Betonung auf noch. Die 1. Wen will er boxen? Er muss auch boxen. Er muss in die Box. Ja. Ich hoffe, er will kein Boxen hier auf der Strecke. Aber ja, muss rein. Demzufolge haben wir natürlich dann. Es ist noch alles offen. Die letzten Stint müssen wir uns dann noch sehen. Es gehen ja noch welche rein. Excellent geht rein. Pascal geht nicht mehr rein. Lukas muss aber noch mal rein. Mac geht, muss noch mal, aber nächste Runde erst. Die Runde spart er sich das. Die FSI bleibt draußen, muss nicht rein. Himbeere muss auch nicht mehr rein, halben Tank. Super, in Spee. Hello Vito. Muss glaube ich noch mal rein, ne? Vierteltank. Wir haben 13 Runden noch. Bound. So, Dina, halber Tank sollte reichen. Theoretisch. MP reicht. Boxer reicht. Boxer kommt natürlich jetzt näher ran jetzt hier an. MP, exzellente Box. Hinsi reicht auch. So, exzellent. Jetzt kommt natürlich Pascal. Die Frage, wie viel tankt er? Pascal zieht vorbei. Kommt raus. Da kommt er raus. Da hinten ist er zu sehen. Und geht vor Lukas. Somit Pascal aktuell auf der 1. Excellent 2. Und Lukas hier auf Platz Nummer 3. Ja. Wie du verrechnet, weiß ich nicht. Schwierig. Oh, wen haben wir? Ja. Die FSI. Jetzt direkt hinter Mac, aber Mac muss rein. Mac muss rein. Und hat immer noch die 1 auf dem Dach. Und die 1 zeigt keine Platzierung, sondern die Zeitstrafe. Habe gesagt, nein, hat er sich nicht verrechnet. Ist geplant so. So, wen haben wir da noch? Boxer gegen MP. Ah, Mac hat noch. Reicht da nicht ganz? Ah, ziemlich eng aus der Sprit jetzt hier. Aber jetzt bloß nicht aussehen, die Baumeter. Da geht er rein.
So. Vito. Vito war jetzt auch drinne. Wie gesagt, wollte Mario Vito, Mario Vito, Kilo Vito nicht im Verkehr drinne stehen bleiben, deswegen ist er frühzeitig reingegangen in die Box. Du schreibst das hier. Ja, Mario. Ja, nachtanken musste er. Das war schon fast vorprogrammiert. Oder war jetzt bloß die Frage, wann? Und mit Platz 11 für Killer Vito. Jetzt ist die Frage, was macht Excellent? 3,2 Sekunden, 3,1 Sätze. Hinter Pascal kommt auch näher. Ach ja, nochmal die Purple, die Purple. 17-2-1-1. Für Excellent. Lukas ist auch nochmal reingegangen. Da hat auch nichts mehr inne. Und da kommt TFSE. Geht vorbei. Himbeere, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's eng. Das hat er gesehen. Na, ich will die hier haben. Die hier wollte ich haben. Und somit Lukas hier auf die 4 zurückgefallen nach seinem Boxenstopp. Jetzt kann Himbeere angreifen. Jetzt kann Himbeere sich den vierten holen, ja. Boxer vorbei an MP. Ja, da war aber auch ein Fehler. Aber bei den Teamkollegen. So, Himbeere. Sitzt jetzt direkt im Nacken. Gott sei Dank sind die Fahrer jetzt natürlich alle auf Tour und keiner fliegt mehr ab. Am Anfang war doch ein bisschen Wirrwarr drin, ne? Aber jetzt sind sie alle im Rhythmus. Morsch, sagt der Morsch. Mahlzeit. So, der restliche Fahrerfeld ist jetzt nicht mehr zusammen, wirklich jetzt nur noch die beiden hier. Wollen wir mal Onboard mit rein hier, gucken wir uns das mal Onboard an hier. Wollen wir doch mal sehen hier. Ah, verliert ein bisschen Zeit. Verliert da ein bisschen Zeit wieder. Und da hinten ist Flopper schon in Sichtweite. 3,4 Sekunden. Gehen wir nochmal durch. Gehen wir noch einmal durch hier. In den letzten paar Runden hier. Pascal 1. Excellent 2. Muss noch 3 Sekunden aufholen. Die FSI auf 3. Gefolgt von Lukas. Auf 4, da in der Box war. Himbeere vorbeigegangen. Da war was. Was ist mit Mac? Irgendwas war hier. Gucken wir rein. War hier. Das ist doch schon, oder? Da hinten steht einer. Flopper hat es zerrissen. Flopper hat es hier zerrissen. Jetzt gerade gewundert. Irgendwo war da was. Ah ja, ja. Dasselbe wie bei Excellent. Aber der 360er, der wurde es nicht diesmal. Den hat er nicht hingekriegt. Muss aber aufpassen, wenn er dann so über die Strecke. Ey, das ist aber auch. Das ist auch. Das ist tricky. Das ist tricky. Das ist so, na, so eine Sache. Das Zurückkommen auf der Strecke, das ist so ein Ding für sich.
Das hat bei mir auch schon einmal einer gemacht. Ich bin reingefahren. War genau dasselbe. Beim Vorstück vorfahren entghostet. Auch an derselben Ecke. War das bei mir auch. Genau an derselben Stelle. Und dann war Feierabend für mich. Somit Flupper. Auf. Und der 10 zurückgefallen. Pascal 1. Haben wir noch hier einen irgendwo im Schlepptau. Himbeere verliert ein bisschen Zeit. Auf. Lukas. Und mit Himbeere auf D5 und Lukas 4. Der Dina. Auf 6. Mac auf 7, da kommt der Roxor. Der Roxor könnte noch mal, der Roxor könnte da noch mal vorbeikommen. Roxor ist schnell. Muss bloß aufpassen, dass er keinen Fehler macht. Dann haben wir noch mal einen Dreiergeschwader. MP, Flopper und Vito. Und Roxor wird's wissen. Roxor natürlich beim Start da schon den Abflug gehabt und natürlich dann mittendrin noch mal ein. Jetzt versucht er natürlich hier jeden Platz gut zu machen, der möglich ist, und demzufolge ist natürlich auch Platz 7 noch möglich. Platz 7 wäre möglich. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass das Streamer-Karma schon mal zugeschlagen hat? Ich habe gesagt, es ist, alle Fahrer haben sich ein bisschen eingepegelt, alle Fahrer sind jetzt auf ihren Level und können ihre Runden drehen. Zack, fupp, fupp, fliegen sie wieder raus. Sind sie wieder rausgeflogen, die Hunde. So, hier hinten sieht es natürlich auch eng aus. Da kommen natürlich hier Killer Vito. Ah, hier wird noch eine Sekunde noch. Roxor 6. Nur 6 hier. Die letzten paar Runden. Noch 5 und Rest von dieser. Roundabout. 1 und 2, natürlich. Da ist Luft. Noch ein Ticken. Noch ein Ticken Luft ist da noch. Boxer versucht's. Da hinten auch noch. Also wird noch, also die letzten paar Runden werden noch mal richtig spannend. Das wird noch mal eng. Das Problem ist, jeder Fehler wird natürlich jetzt bestraft. Definitiv wird jeder Fehler bestraft. Oh, leichter Fehler von Pascal. Jetzt ist die Möglichkeit da von Excellent. Jetzt ist die Möglichkeit da. Jetzt war der Fehler drin, der leichte Quersteher. Und somit kann Excellent jetzt hier versuchen anzugreifen. So, das andere Fahrer, die anderen zwei Duelle sind noch nicht so weit. Oh, doch, da war's. Da war's. Da war's. Ihn hat es hier zerledert. Flopper. Flopper hat es weggedreht. Flopper hat es da hinten etwas gedreht. Hier an der Stelle hat sich Flopper weggedreht. Bisschen so ein bisschen quer. Hat natürlich dann Zeit verloren. Wie die beiden jetzt hier sind. Das konnte ich jetzt auf der Karte sehen. Und somit Flopper weit nach hinten gefallen. So, wen haben wir hier? Mac gegen Roxor. Immer noch im Duell. 7 und 8. 1 und 2 auch noch. Bleiben wir mal. Müssen wir mal so nebenbei was auf der Karte gucken. Wollen wir das dann gleich sehen, ja. Da ist noch Luft. Da ist auch noch Luft. Und dann haben wir
MP gegen Killer Vito. So, 42. Runde. 3 und 4. Auch Luft. Bisschen. Brusthaarzaufen, Bruststößchen. Aber immerhin zum Anstoßen hier, weißt du doch. Das Problem ist, jetzt wird schwierig. Jetzt wird schwierig. Wir werden jetzt nicht alle reinkriegen. Mit der Überrundung hier. Und der Moritz hier. Servus. Grüß dich. Bin eigentlich auch für dein. Hallo. Dankeschön. Danke. Ja, wir denken mal, wir werden jetzt hier so, ich werde nochmal nebenbei ein bisschen switchen, aber wir werden hauptsächlich hier bei den beiden drauf bleiben, ja. Denn hier die Führung ist am wichtigsten. Eigentlich sind alle wichtig, aber hier ist es gerade auch spannend. Du schon mal. Vito, da ist Luft. Boxo, da ist auch noch Luft. Also Pascal und Excellent sind aktuell am dichtesten. 0-2, die anderen haben 0-6. Killer Vito! Komm näher ran! Reicht aber noch nicht. Boxer reicht auch noch nicht. Jetzt wird's enge. Jetzt wird's enge. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hingucken soll. Jetzt müssen wir switchen. Da ist jetzt ein bisschen Luft. 43. Runde. Killer Vito will noch mal nach vorne. Roxor hat auch noch ein bisschen Luft. Lukas hat auch ein bisschen Luft. Ja, dann bleib mal hier. Bleib mal hier drauf. Schade. Aber es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. Ah, Dina hat auch einen Fehler gehabt. Jetzt wird es ein Dreier. Ein flotter Dreier. Jetzt wird's interessant. Pascal geht jetzt in die vorletzte Runde mit Excellent. Und jetzt Mac vorbei. Anadina, reicht das? Ja, es reicht. Es reicht für Mac. Jetzt hat Roxanne noch einen Gegner vor sich. Und Roxor zieht mit. Dina hat einen Schaden. Wo ist er denn? Ja, Dina hat vorhin Schaden. Excellent geht auch vorbei jetzt hier. An Pascal. Gucken wir uns das mal kurz an hier. Wo war das gewesen? Hier vorne. Oh, da hat er noch was zur Seite geschoben. Geht hier vorbei. Aber es besteht noch die Möglichkeit. Für Pascal. Junge. Das sieht gut aus. Lukas gegen Tiffy. Mach das nicht mit mir. Ich komme doch noch nicht hinterher nebeneinander. Warte, so. Wo ist denn da? Mach das nicht mit mir, schon wieder. So viele Finger habe ich nicht, so schnell geht das nicht. Oh, ist das schon wieder eng hier heute. Eng ist von dehnbarer Begriff, aber das dehnt sich hier nicht mehr. Eieieiei. Letzte Runde hier für Excellent und Pascal. Mal hier nochmal kurz drauf. Auch letzte Runde, wird das noch was? Wird das noch was? Ja, es wird oder nein, wird nicht. TFC tut sich hier gegen Lukas. Und Excellent kann sich da absetzen. Eieieiei, wen haben wir da noch? Da ist Vito. Ja. Uiuiuiui. Alf Lukas!
Das steht hier für Lukas. So, bleiben wir hier drauf. In die Zieleinfahrt. Und wir haben keine Überrundung gesehen. Keine Überrundung, wenn ich das richtig gesehen habe. Und somit Glückwunsch hier an Excellent. Platz 1, Pascal. Platz Nummer 2. Und dann kommt der Lukas. Der hier den TFSI noch kassiert hat. Versucht hier noch Platz Nummer 3 zu retten. Und somit Lukas. Genau, Lukas holt sich hier Platz 3. TFSI hat nachgelassen. Hört auf. Glückwunsch. Und da kommen hier TFSI mit Himbeere. Glückwunsch 4 und 5. Zum Duo. Beide gleichzeitig rein hier. Und da kommt Mac. Gegen Roxor. Konnte sich noch behaupten gegen Roxor. Und holt sich hier Platz 6. Roxor noch Platz 7. Dina wird sich ärgern. Platz Nummer 8, auch kein Sprit mehr drin. 5 Meter. Oh, oh, jetzt wird's nochmal interessant. MP gegen Killer Vito zusammen. Ui, 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 ui. MP auf das neue Killer Vito 10. Flopper auch noch knapp dahinter auf der 11. Hinzi auf Nummer 12 hier. Ach, du Scheiße. Ui. Und Hinzi, Glückwunsch. Eieiei. War eng, da gucken wir gleich nochmal auf die Zeit drauf. Eieiei. Holla, die Waldfee. Somit Glückwunsch hier an Excellent. Herzlichen Glückwunsch, Spielplatz 1. Uiui, jetzt gucken wir mal, Was haben wir denn hier? So, Excellent 1, Pascal 2, 0,426. Eieiei. Lukas auf 3. TFI auf 4. Himbeere auf 5. Mac auf der 6. Rox auf der 7. Adina auf der 8. MP auf der 9. Killer wieder 10. Das sind 0,05. 0,05. Eieieiei. Also hier wirklich. Hier, warte. Da gebe ich. Da zeige ich euch meine Klatze. Super. Ihr macht. Oder die Waldfee. Junge. War das enges Ding gewesen. Klapper auf der 11 und Hinzi hier auf der 12. Geiles Ding. Schnellste Runde. Exzellent. In der 34. hat er nochmal eine 1:17:2:1:1 rausgehauen. Junge, das war doch sehr. Wo ist denn jetzt? Junge. Das war nochmal sehr. Ja, was soll man sagen? Geiles Ding. Geiles Rennen. Definitiv. Hut ab an alle. Auch wenn es am Anfang ein bisschen schwierig war. Bisschen, ja, leichte Ausrutscher, leichte Unfälle. Aber am Ende doch noch bei allem spannend geworden. Definitiv. So, haben wir denn noch jemanden? Sind die anderen noch on air? Wie weit sind denn die anderen? Gucken wir mal rein. Guck mal. Durch. Ach hier. Genau. Oder? Haben wir noch. So, die andere fährt noch. Andere fahren noch. TT-Meister ist durch. Also geht's rüber. Krampi. Also, die könnt ihr, da könnt ihr auch noch mal Zieleinfahrt sehen. Und demzufolge. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für den Stream. Herzlich willkommen. Und natürlich, wir sehen uns dann demnächst. Macht's gut. Ne? Alle, sollst reden, du. Ohre. Reden. Suche später noch einmal. Versuch später gar nichts mehr. Raiden. Bumpy. Raiden. Oder nicht? Alles klar. Genau, DK. Hau rein. Warte, jetzt muss ich das so machen.
Wait, wie ist er? Wie schimpft er sich hier? Ach, ist das schon wieder Technik, die begeistert, die wieder nicht funktioniert hier, ne? So, wait. Kram. Ich muss das alles per Hand eingeben hier. Ampi unterstrich bei VR. Und natürlich Mario. Vielen Dank hier für deine 100 Bits. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wait euch rüber, wenn es gleich funktioniert, zum Grumpy. Also, haut rein, macht's gut, bis dann, ciao. Wenn es funktioniert. Bei Wait ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es in einer Minute später. Ach, leck mich. Ihr wisst, wo er ist. Ihr wisst, wo er ist. Warte, ich schicke euch den Link rüber. Warum der Wait nicht funktioniert, hat er den Wait ausgeschalten oder was? Die Pfeife. Ja. Das weiß ich nicht, aber ich schicke euch den Link rüber. Demzufolge. Na, wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo ist die Scheiße? Da. Da. Genau. So. Kopieren. So, hier ist der Link. Da könnt ihr rüber gehen. Haut rein. Bis denn dann. Ciao. We'll be right back.